So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Stardew Valley. Ich bin hier mit der Misukina zusammen oder auch, ihr kennt sie auch unter Nicole. Ich werde sowieso irgendwann die richtigen Namen benutzen, also von daher. Wir wollen Stardew Valley wollen wir mal probieren, indem wir gemeinsam spielen, also den Koop-Modus. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, deswegen verzeiht's mir, wenn ich das ein oder andere, wenn ich mich eher so aufführe wie so ein Neuling. Ja, so blau-grünliche Augen. Ich versuche mal den Charakter so zu machen, wie ich selbst so bin. Nee, die Haare nicht. Ich brauche kurze Haare. Auch keine. Hält sich in Grenzen. Nee. Meine Haare sind blau. Das ist jetzt nicht so besonders. Ein Zopf. Ich bin ja ein Kerl, deswegen nehme ich keinen Zopf. So ein Leon-Scheitel. Das ist. Kommt schon nah ran, die Haarfarbe. Ja, so ein bisschen dunkelblond müsste das schon sein. Obwohl so bräunlich. Jo, kann man so lassen. Hemd. Was nehme ich denn mal für ein Hemd? Ach komm, nehmen wir mal hier so eine Latzhose. Passt eigentlich. Okay. Gut. Ich habe die Uhr im Blick. Soweit. Und ja. Okay. Pastinakensamen. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Lewis. Okay. Ja, ich habe das Intro auch übersprungen. Das macht er, glaube ich, automatisch. Das habe ich ja weggedrückt. Oder wolltest du ein Intro machen? Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Alles gut. So, dein Haus ist wahrscheinlich das mit dem Grünen? Das Rote hier. Okay. Man kann in jedem Haus schlafen. Bitte? Man kann in jedem Haus schlafen. Ah. Okay. So, ich will mich erstmal hier so ein bisschen umgucken. Also ich bin hier aufgewacht, in dem Haus neben dem hier Gedönse da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Gewächshaus. Okay. Und ja, das Haus hier. Das sind alles... Ah, stimmt, das sind die Häuser, die man einstellen kann, um... wie heißt's? Dass andere noch mitspielen können. Ah, ja, genau. Okay. So, wir sollten erstmal hier ein bisschen den Hof aufräumen. Aber wir haben noch... Ich habe noch keinen Hammer. Scheiße. Hammer? Du musst doch die Hacke nehmen. Achso, ja, also, ich habe schon öfters längere Zeit das Spiel nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, ich probiere es mal mit den Bäumen. Okay. Dein Werkzeug kannst du ja später dann auch aufwerten, damit du dann... Das weiß ich noch. Das weiß ich noch, ja. Ich glaube, am schlimmsten finde ich am Anfang immer dieses ganze... dieses ganze Aufgewehrte. Ja, das ist auch schlimm. Das ist ja alles teuer und... Nicht das Aufgewehrte, sorry, ich meine das Aufräumen. Ich kann das irgendwie nicht leiden, wenn das nicht so richtig aufgeräumt ist. Aber da ist unten noch ganz viel Heu, das brauchen wir dann später. Das weiß ich. Das weiß ich, dass man das am liebsten erstmal aufheben sollte. Auf der anderen Seite, die Heusamen gehen eigentlich noch. Es läuft alles. Die Aufnahme ist am Start. Super. Ja, wir hatten es eigentlich, die Niki und ich, wir hatten es eigentlich schon öfters, war schon länger im Gespräch. Und jetzt, da ich weniger Florencia mache und ab und an mal ein bisschen... Zeitversuche ins Land zu streichen, beziehungsweise nicht mehr so viel Zeit habe, haben wir gedacht, komm, wir fangen das mal an, aber auf der anderen Seite, ja, also es wird, ich würde mal sagen, es wird so ein Projekt, da
pro Kanal einmal in der Woche eine Sache hoch, würde ich sagen. Und ja, ansonsten wird da jetzt nichts Großartiges. Also jetzt nicht wie bei anderen YouTubern 5 Folgen die Woche oder so. Das ist, nee, das muss nicht sein, finde ich. So viel Zeit haben wir auch nicht. Richtig. Ich tue meine Samen jetzt in den Bitte? Boden. Ich mache jetzt die Samen in den Boden. Okay. Kannst du mir ja deine auch geben, wenn du möchtest, dann tue ich es halt rein. Ja, das machen wir später mal. Guck mal, ich will erstmal mein Inventar voll machen. Oh, meine Energie ist jetzt auch schon fast hinüber. Ich würde sagen, ich mache mir hier so ein bisschen am Haus. Du bist langsam und erschöpft, das ist mir schon klar. Ja, ich habe noch ein bisschen. Ja, ich habe meine Energie mit Dingsbums verballert. Holzhacke verballert, ja. Mit Bäume fällen. Ja, damit die Zeit nicht so schnell vorbei ist, können wir ja noch in den Pub gehen und mit allen Leuten reden. Haben wir ja die Aufgabe noch. Ja, aber ich glaube, ich mache gar nichts mehr. Ich bin so langsam. Man hat aber auch am Anfang nichts zu essen, ne? Nee. Hat man nicht. Dann leg dich doch hin, wie ich eben gesagt habe. Lad ein Hofbuch, bisschen auf. Erste Schritte, wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Baue eine Pastinake an und ernte sie. So, haben wir ja schon mal gemacht. Und sag Hallo. 2 von 28 Leuten haben wir begrüßt. Jo, der erste Tag ging halt sehr schnell rum. Ist aber auch schon relativ spät, also ich weiß halt nicht, wie viel Energie du noch hast. Ich habe noch ein bisschen, ich kann noch 2 Bäume fällen ungefähr. Okay. Wie du siehst, bin ich langsam as fuck und... Ja, und wenn du jetzt weiter haust, dann schläfst du ein und dann... Ich mache jetzt gar nichts mehr. Sonst musst du Geld zahlen. Ich weiß. Außer man pennt im Haus ein, aber dann fühlt man sich nur begrenzt, dann ist man nur bedingt wieder... wach. Ja. Ah, jetzt bin ich auch erschöpft. Ich schleiche in mein Haus. Wie läuft das eigentlich? Müssen beide pennen gehen? Ja, dann gehen wir aufs Bett und dann steht das da. Ins Warte, Bett gehen, ja. Ah, okay. Also ist das so ähnlich wie Minecraft? Ich, erinnere mich mal bitte dran, wenn wir die Aufnahmen so generell beenden. Also ich würde sagen, wir machen so knapp eine Stunde oder so, je nachdem. Wir peilen so 20 Minuten pro Part an und dann kannst du noch deine Aufnahme machen. Ja. Wenn wir das fertig haben, erinnere mich bitte dran, dass ich nochmal in den Rewe muss. Ich habe nämlich vergessen, mir Streukäse zu kaufen. Ich habe mir nämlich richtig leckere Tortillas und einen Dingsbums geholt und einen Dip, aber ich habe den Käse vergessen. Okay. Oh, meine Energie ist halb fertig. Ich habe einen Brief. Hallo, ich bin gerade an einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Üdi. Müsstest du auch drin haben. Ja, genau. Aber da du den schon vorgelesen hast, mache ich das nicht. Ich tue jetzt erstmal meine Pflanzen gießen. Heute werde ich jetzt nicht so viel Arbeit in den Hof stecken, weil... Rostiger Sporn. Du hast ein Artefakt gefunden. Der Direktor des öffentlichen Museums mischt. Ah, oh, okay. So, gut. Ich muss irgendwas craften. Wir brauchen eine Kiste. Ich brauche noch 4 Holz. Damit wir eine Kiste Holz habe ich genug. Damit wir eine Kiste herstellen können. Ja, Holz habe ich genug. So. Schade, dass die Kisten sich nicht summieren. Die andere Kiste stelle ich mal an dein Haus. Naja, es gibt ja so Mods, ne? Wenn man dann die Kiste rausschmeißt, dann hat man aber mal 2, 3 Kisten. Ich will aber gar die Spiele nicht mit Mods spielen. Ich meine nur.
So, die Sense brauchen wir. Doch, die Sense nehme ich mal mit. Pastinaken können wir später machen. Gut. Dann werde ich mal zum Strand gehen und zum Museumstypen. Und ja, ich habe noch Pastinakensamen, habe ich noch übrig. Ich weiß nicht, wie viel du bekommen hast. Ich glaube 15 bekommen. 15, ja. Okay. Yay, eine Narzisse. Da hinten ist noch ein Löwenzahn in der Ecke. Oh, ja. Was? In der Ecke? Welche Ecke? Hier. Sehe ich nicht. Achso. Oh. Können den beide nehmen? Wir können beide nehmen, ja. Ah, okay. Das bedeutet, ich nehme dir jetzt nichts weg. Nein, ich habe auch schon zwei genommen. Okay. Cool gemacht. Wenn du Energie brauchst, können wir ja tauschen. Du kannst an meine Kiste, ich gehe an deine Kiste. Ach stimmt, geben die Energie? Ja, die, der Löwenzahn. Löwenzahn, ja. 10 Gesundheit und 25 Energie. Der andere ist eigentlich eher nur, wenn du jemanden beeindrucken willst. Ich habe mir immer versucht, die Penny klar zu machen. Was hilft dir so? Brauche Katzenfisch für eine kleine Mahlzeit mit etwas frischem Brot. Louis. Brauche Katzenfisch. Ah, den nehme ich später an, wenn ich einen Katzenfisch habe, weil ich keine Ahnung habe, ob ich den kriege oder nicht. So, jo, gehen wir erstmal zum Strand, guck mal, was der Willi da will. Hi. Hallo, Jazz. Hi. Du musst beide Klopfen. Ist der besoffen oder ist er in Trance? Der war auch der See. Und deswegen ja. Ahoi, Bürchen! Hab gehört, es gibt einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Okay. Oh, ich versuche immer noch ein wenig abzusalten. Nach einem ganzen Monat auf der Salzigen See war ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Entschuldigung, ich habe als Kind zu viel Captain Blaubeer geguckt. Ich hab schon gehört. Du erhältst eine Bambusstange. Yay, wir können angeln. Juhu. Ja. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist ab jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Hoho, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Jo, ist gut, alter Mann. Gut, jetzt haben wir eine Angel. Die würde ich auch gerne in die Nähe von meinem Werkzeug legen. Jetzt will ich aber erst nochmal zu dem Museumstypen. Ah, die Niki ist schon am Angeln. Das ist gut. Ich gehe schon mal zum Museumstypen, weil ich noch was zum Abgeben habe. Okay. So, hier gibt es immer irgendwelche versteckten Sachen. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwelche Wurzeln im Gras siehst, die nach oben gehen oder sowas, eine Venusmuschel findest. Ja, Löwen zu essen. Ich habe eine Sardelle gefangen. Dann, ja, bevor du dir die erste Inventarerweiterung leisten kannst, musst du, glaube ich, dir richtig, musst du dir richtig überlegen, was du machen willst. Ja, ich glaube, 2500, glaube ich. Was ist die? Muss ich mal gucken. 2000 kauft Rucksackverbesserung. Nee, mehr als 500. Ich erledige all meine Einkäufe hier. Okay. Pastinaken, Bohnensetzling, okay. Oh, ein Hering gefangen, aber kein Katzenfisch. Weizenmehl, Reis, Öl. Also wir können hier richtig viel machen und wir können auch richtig viel Kohle ausgeben. Katalog kostet 30.000. Jo. Krass. Gut. Wir können auch noch nicht überall hin, also es geht. Golderz gefunden. Yay.
Ich versuche erstmal mit den Dorfbewohnern zu schwitzen. Hallo Judy, einatmen, okay, die sind am Trainieren, der ist am Tanzen. Caroline, nicht schauen, ich bin komplett rot und verschwitzt. Robin, meine Arme sind gut trainiert, aber meine Beine brauchen noch Arbeit. Emily, Sport kann Spaß machen. Ja, du bist ja nur am Tanzen. Was ist mit der Dicken hier? Marie lächelt dich durch einen Schleier aus Schweiß an. Okay. Hier haben sie sogar noch eine Kirche. Ist eigentlich ein cooles Gemeindezentrum. Also so ein Einkaufszentrum mit Sportbereich und... Ja, da wackelt die Emily mit den Hüften. Und eine Kirche ist eigentlich ziemlich nice. Also eine richtige Marktlücke. So ein komplettes... wirklich so ein komplettes Dingsbums. So ein komplettes Einkaufszentrum mit allem drum und dran, wo auch die Leute nicht immer hingehen müssen, um Kohle auszugeben, sondern einfach gemeinsam Sport machen können. Hat schon was. Ah, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Danke, Evelyn. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Alles klar, Omi. Die Turbo-Oma von nebenan mit ihrem Rollator. Oh, hey, du bist also der neue Typ, hm? Cool. Okay. Was bist du? Oh, ich mag die Pam nicht, ey. Das ist so... Hey, Kind, ich heiße Pam. Okay. Ich weiß nicht, die Pam gefällt mir gar nicht. Tut mir für die Penny eigentlich schon richtig leid, für die Lehrerin aus dem Dorf. Was ist der große Markt? Ja, das bist du. Okay. Was? Was willst du? Geh bitte. Alles klar, Sean. Ich weiß nicht, den Sean mochte ich noch nie. Der war immer irgendwie... Yay, du kannst Fische haben. Fische, juppie, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal stehen, ich will dir einen geben. Super, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich muss ja, erst zum Museum. Bitte? Ich muss eine Frage und dann... Kein Platz für den Gegenstand, okay. Habe ich auch gesagt, dass ich keinen Platz habe. Ja, ich muss erstmal hier ins Museum. Ich wollte gucken, was er sagt. Event getriggert. Du solltest auch ins Museum gehen, dass du das Event triggerst. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Ist das Sammeln auch gemeinsam oder ist das jeder für sich? Ich denke, es ist gemeinsam. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Mhm. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Genauso wie du, Gunther. Wie war das bei SpongeBob? Hallo, ich heiße Olaf. Nee, das ist Olaf. Das ist Olaf. Das ist... Ich lass euch die Mannschaft vorstellen. Das ist Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Olaf, Olaf. Lass mich raten. Und sie heißen... Richtig, ich bin Gunther. Ja, genau. Geil. Ich würde es gerne genau unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ach komm, nimm's einfach. Ich bin ja kein Arsch. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Du willst doch einfach nur die Lorbeeren einheimsen und ich soll dir die Arbeit abnehmen. Sag's doch gleich. Und, oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Ja, super. Ja, können wir machen. Denk drüber nach. Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt einfach hier zur Rezeption. Jo, ich glaube, je mehr wir spenden, desto mehr Tipps und Bücher können wir freischalten, wo wir die ein oder andere Information finden. Hier zum Beispiel. Hier fehlt ein Buch. Was? Aber... okay. Das wollen wir dem Museum spenden. Das da. Das legen wir mal. Legen wir da hin. Hofbuch aktualisiert. Wallner hat das Museum rostiger das sind also die Server-Messages sozusagen, die man kriegt. Jetzt will ich aber mal angeln. Wer ist denn Lina Marie? Bist du das? Ja. Ah. Man kann da drin schreiben, wenn du auf T drückst. Okay. Oder Enter. Enter geht, glaube ich, auch. Ja, nee. Doch. Enter nicht. Nein, auf Raute. Ah, Raute, ich muss X drücken, okay.
Ah, ich muss es erstmal wieder einfangen. Ich habe erst 16 Leute getroffen. Brassé, Länge 30 cm. Okay. Ist die Frage, was bringt der? Ah, der bringt Energie und Gesundheit. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir... Archäologie, Belohnung nehmen. Okay. Erste Schritte. Bauer, eine Pastinake, sag Hallo. 12 von 28 Leuten getroffen. Das ist okay. So, dann will ich meine Energie, obwohl, ich weiß gar nicht, wie viel Energie, ist das immer fest eingesetzt oder ist das immer der unterschiedliche Zustand, den man hat? Also, dass man kann, es wird verbessert irgendwann. Naja, ich meine jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel als mit dem Zustand erschöpft ins Bett gehe, regeneriere ich nur die Hälfte an Energie oder ist das immer gleich und verbessert sich mit der Zeit? Es ist unterschiedlich. Okay. Also bei mir, manchmal wache ich auf, habe direkt volle HP und manchmal habe ich nur die halbe HP. Kommt auf das Wetter an. Okay. Kommt auf einmal, wie die Geister drauf sind. Okay. Wenn du mal im Fernsehen redest, dann erzählt er dir das. So, Filter, konstant Wasser und Futter in diesem Prozess. Die Austern, mit denen kann man ja nichts machen. Ich glaube, die kann man nur an den Willi-Trottel verkaufen, ne? Ja. Okay, dann behalte ich das. Die Ware kannst du auch in den neben dem Haus bei mir da in die Tonne tun. Dann holt er das. Okay. Wird das Geld geteilt oder kriegen das beide? Geteilt. Also nein. Das ist alles, das Geld, das oben ist, haben wir beide. Ah, okay. Ah ja, jetzt sehe ich. Okay, das bedeutet, wenn du was ausgibst, habe ich das Geld auch nicht. Nein. Verstehe, verstehe. So, hier sieht man unsere Skillung. Hier sieht man, mit wem wir hier alles hier eine Beziehung aufbauen können. Die Leute, die ledig sind, haben 2 Herzchen mehr. Dann können wir sie heiraten, glaube ich, wenn die voll sind. Und die, die nicht ledig sind, die müssen wir erst ein bisschen härter rumkriegen. Das wird dann ein bisschen anstrengender. Okay. Naja. Kommt drauf an, wenn du denen das richtige Item gibst, bekommst du jedes Mal ein Herz. Ja, das passt schon. So, dann will ich mal ins Bett gehen. Es wird nämlich spät. Ja, in ein paar Minuten schlafen wir ein. Genau, 10 Minuten. Werden wir eingeschlafen. Level up. Was? Sammeln, Stufe 1. Plus 1 Axt-Affinität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept, wilde Saat. Für den Frühling, neues Herstellungsrezept, Müsli-Riegel. Gut. Und das war der erste Tag. Wir haben Kohle gekriegt, gesamt 200. Das bedeutet, wir haben jetzt 950, müssten wir jetzt insgesamt in der gemeinsamen Börse haben. Und ich würde den Part jetzt hier vorerst mal beenden. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und danach bin ich nochmal kurz auf dem WC. Dann starten wir weiter und dann ist die Misukina bzw. die Niki mit Moderation, mit Hauptkommentieren dran. Und ich bin der Gast und wir machen das ungefähr so. Wir laden die Parts unterschiedlich auf unserem Kanal hoch. Und wenn genug Parts vorhanden sind oder 2 oder 3, sprich, ich lade den ersten Part vielleicht heute noch hoch oder vielleicht morgen. Und die Misukina würde dann am Donnerstag was machen. Wir würden uns nächsten Samstag wieder ein Stündchen treffen, um wieder 2 neue Parts zu machen. Das bedeutet, es kommen 2 Videos in der Woche hoch. Einmal bei mir, einmal bei ihr. Und wir beide erstellen dann auf unseren Kanälen die dementsprechende Playlist. Und wenn euch irgendwas interessiert oder so, ihr findet ja im Video immer einen Link zu dem Ersteller des Videos. Das ist ja automatisch immer unten drin, unten mit dran. Und da könnt ihr euch auf unseren Kanälen ruhig mal umgucken. Also bei ihm ihr mal draufklicken, bei mir mal draufklicken, meine Abonnenten zu ihr. Mal gucken, was die Nicole so macht. Und Nicoles Follower. Einfach mal gucken, was ich für ein Mist hier so herumgüffel, wenn ihr wollt. Und ja, so hatten wir das, glaube ich, abgesprochen. Oder so hatte ich mir das zumindest gedacht. Du kannst mir jederzeit ins Wort reden, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle. Ja, so hatten wir das ausgemacht, dass wir abwechselnd was hochladen. Alles klar. Dann stoppe ich die Aufnahme jetzt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja. Ciao. Tschüss.